So, dann darf ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den VfB Lübeck. Endstand 3:0, offizielle Zuschauerzahl 7.336. Ich sende auch Grüße in den Bike Business Club. Herzlich willkommen allen Sponsoren und Partnern und begrüße die beiden Cheftrainer Lukas Pfeiffer vom VfB Lübeck und Thomas Wirle. Wie immer beginnt der Gast mit seinem Statement. Herr Pfeiffer, bitte Ihr Statement zum Spiel. Ja, hallo zusammen und erstmal völlig verdiente Glückwünsche zum Sieg heute, auch zu einer guten Leistung. Ich habe die Jungs bei uns vorher schon gewarnt, dass das hier ganz, ganz schwieriges Spiel wird für uns. Und ja, wir haben leider heute nicht die nötige Überzeugung mitgebracht, beziehungsweise auch gerade im Verteidigen heute viele Fehler gemacht, zu viel zugelassen. Wir haben schon ein bisschen Glück, dass wir noch mit 0-0 in die Pause gehen dürfen. Haben dann, glaube ich, nach der Pause unsere beste Phase, wie ich finde, wo wir dann zumindest mal ein paar Abschlüsse haben oder auch ein paar Standardsituationen, die in die Box kommen. Mit dem 0-1 bricht uns das dann aber wieder weg und wir lassen uns dann teilweise auch wirklich ganz, ganz schlimm auskontern. Deswegen ist das Ergebnis am Ende auch in der Höhe, wie ich finde, in Ordnung. Und jetzt müssen wir uns gerade machen, Mittwoch Landespokal und danach die Chance, es besser zu machen. Euch alles Gute und bis bald. Vielen Dank. Tom, dein Fazit bitte. Ja, erstmal danke dir, Lukas. Für uns war es natürlich heute eine große Probe, wie wir mit der Tatsache umgehen, dass wir uns Chancen erarbeiten, auch schon früh im Spiel, aber sie nicht nutzen. Ich glaube, wir haben einen guten Start. Nach 5 Minuten direkt mit der Elfmeter-Chance, die wir leider nicht machen, was immer passieren kann, auch gar kein Problem. Haben dann schon in der ersten Halbzeit, glaube ich, leichte Vorteile gehabt im Spiel. Insgesamt war es ein bisschen zerfahren, das Spiel aufgrund der Temperaturen. Es hat sich so angefühlt, wie wenn beide Mannschaften ein bisschen Probleme damit haben, mit dem Temperaturunterschied jetzt innerhalb von ein paar wenigen Tagen. Trotzdem waren wir schon am Drücker und haben dann ja auch nochmal eine Riesenchance uns erarbeitet von Lukas Röser. Riesending, den wir leider nicht machen. Und da wurde man eben getestet in der Phase. Wie bleibt man dran? Ich habe dann auch gesehen, dass der Gegner in der zweiten Halbzeit sicherlich da gut rauskam. Ich glaube, es gab den Freistoß, der gefährlich war, die eine oder andere Standardsituation. Insgesamt haben wir aber heute sehr gut verteidigt, finde ich. Wir haben kaum was Gefährliches zugelassen und haben dann ja auch nach der Halbzeitpause irgendwann nach ein paar Minuten die Riesenchance von Leo Cienza oder ein bisschen später, wo er sich super durchsetzt und dann leider verzieht. Ja, und das ist nicht leicht wegzustecken, weil du merkst, dass du gerade dran bist, du arbeitest dir die Chancen, aber es soll noch nicht sein und da ist immer die Gefahr, dass auch mal vielleicht eine Situation kommt, wo du hinten ein Tor fangen kannst. Und da sind wir heute wirklich super diszipliniert geblieben und stabil. Und dann war es schon irgendwo eine Frage von Zeit, bis wir vielleicht dieses eine Ding machen, das dann den Bann bricht. Und so kam es dann auch. Ich freue mich heute ganz besonders darüber, dass wir auch von der Bank heute richtig Einfluss bekommen haben. Also richtig. Die Jungs haben eine klasse Reaktion gezeigt und haben der Mannschaft in der Phase, wo es wieder schwierig war von den Kräften her, auch bei den Temperaturen, unheimlich Auftrieb gegeben, Energie gegeben. Und schön, dass wir nach hinten raus dann auch das eine oder andere Tor noch erzielt haben. Insgesamt denke ich auch ein verdienter Sieg, weil wir einfach gut verteidigt haben und nach vorne uns eine gute Anzahl von Torschüssen erspielt haben. Lukas, ich wünsche dir natürlich und deiner Mannschaft erstmal eine gute Heimreise und dann auch alles Gute für die weitere Saison. Danke, Tom. Gibt es noch Fragen an die beiden Trainer? Ja, Tom, Glückwunsch zum wirklich verdienten Sieg. Was heute sehr gut gefallen hat, war, dass die Mannschaft nach dem 1:0 nicht zurückgesteckt hat und gesagt hat, wir verteidigen das 1:0, sondern draufgedrängt hat auf das zweite Tor, auf das dritte Tor. Und das war eigentlich der Knackpunkt, wo Cesar reinkam heute, der wirklich für Wirbel gesorgt hat, der das Spiel belebt hat und natürlich auch mit den 2 Toren belohnt wurde. Und wie gesagt, wir waren also sehr begeistert, dass die Mannschaft einfach weiter gespielt hat, trotz der Hitze, trotz allem. Und ich denke, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und der Herr Pfeiffer hat es ja auch schon gesagt, der Sieg in der Höhe völlig in Ordnung ging. Im Gegenteil, hätte vielleicht sogar noch höher ausfallen können. Dann noch die Frage, wie geht es Philipp Meyer? Weiß man schon mit seiner Verletzung? Also erstmal vielleicht zu dem ersten Punkt. Dafür sind wir natürlich auch ein Team, gell, dass wir auf dem Platz Leistung versuchen zu bringen, Qualität haben und dann natürlich auch von der Bank. Und wir haben eine Konkurrenzsituation, die bei uns gut ist, auch in der Breite. Und
wie dann die Jungs von der Bank heute gekommen sind und einfach auch einen Stempel aufdrücken wollten. Das freut mich wirklich nochmal ungemein, weil wir werden das brauchen, auch in den kommenden Wochen und Monaten. Egal wer spielt, dass wir als Team ganz eng zusammenstehen und das einfach akzeptieren und respektieren, dass gerade ein anderer spielt. Und trotzdem geht es darum, wenn ich reinkomme, kann ich unheimlich Einfluss haben auf ein Spiel fürs Team. Was Philipp angeht, können wir momentan noch nichts sagen. Ich denke, dass es was Muskuläres ist. Ich hoffe, er hat nur noch den richtigen Zeitpunkt erwischt, um rauszukommen. Aber das wird sich jetzt erst klären im Nachgang. Herr Pfeiffer, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben Ihre Mannschaft gewarnt vor dem Spiel hier. Sie haben bislang auswärts sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Jetzt heute die 0:3 Niederlage. Wie haben Sie das Spiel nochmal gesehen, dass Sie sagen, war das jetzt mit der schwerste Auswärtsgegner, den Sie bislang hatten? Ja, ist natürlich immer schwer zu vergleichen. Ich glaube, dass wir erstmal festhalten müssen, dass wir heute wahrscheinlich unsere schlechteste Saisonleistung gezeigt haben, was aber auch immer durch den Gegner bedingt ist. Ich glaube, dass uns das Ulm hier von Anfang an sehr, sehr schwer gemacht hat und auch in den entscheidenden Situationen den Schneid abgekauft hat. Das war bei den bisherigen Auswärtsspielen, waren ja auch erst zwei fairerweise, aber da war das immer ein bisschen anders. Da hatten wir eigentlich immer einen Fuß in der Tür und waren auch immer drauf und dran, um ein Tor zu schießen. Das war heute anders. Und deswegen kann ich das Kompliment gerne nochmal machen. Bisher war das wahrscheinlich der schwierigste Gegner, den wir hatten. Ja. Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanken wir uns erstmal fürs Kommen. Wünschen VfB Lübeck, wie unser Trainer schon angesprochen hat, guten Nachhauseweg. Alles Gute für die nächsten Wochen. Und für uns geht es dann am nächsten Freitag weiter gegen den FC Schalke 04, das Freundschaftsspiel hier im Donaustadion und dann das Pokalspiel am Mittwoch darauf beim FV Ravensburg. Vielen Dank und schönen Abend. Thank you.